Hi und herzlich willkommen zu einer sehr fairen und wie ich finde auch wirklich lehrreichen Analysisaufgabe aus der zentralen Klausur am Ende der Einführungsphase. Und ich sage euch, wenn ihr euch auf die ZK vorbereitet, es lohnt sich auch einen Blick in die älteren ZKs zu werfen, weil sich Aufgaben, die lange nicht mehr dran waren, natürlich gerne doch mal wiederholen. Seht ihr auch daran, dass die Vierfeldertafel aus 2015 quasi eins zu eins genauso 2018 wieder drankam? Natürlich mit anderen Zahlen und einem anderen Sachzusammenhang, aber doch sehr, sehr ähnlich. Und wer weiß, vielleicht kommt sowas hier mit Parabeln auch ganz bald wieder in der ersten hilfsmittelfreien Analysisaufgabe in der ZK dran. Außerdem, bevor wir starten, will ich euch noch erzählen, dass es eine Zusammenfassung gibt mit allen Themen der ZK. Wenn ihr in die YouTube-Suche ZKEF eintippt, werdet ihr ganz viele Aufgaben von mir finden und eben unter den Top-Treffern auch die Gesamtzusammenfassung. Schaut euch die unbedingt an und überlegt auch mal, ob die Lernzusammenfassungen was für euch sind. Die gibt es im Shop und die führen euch durch die ganze Oberstufe. Vektorrechnung zum Beispiel gerade for free. Starten wir aber mit der Aufgabe. Gegeben ist eine Funktion mit der Gleichung minus x hoch 2 plus 6x minus 5. Und wir sehen auch diese Funktion abgebildet. Wir wissen auch einiges über sie, ohne dass wir die abgebildet sehen. Zum Beispiel hier am Ende, das sogenannte absolute Glied ist immer der y-Achsenabschnitt. Wenn man die also ein bisschen weiter gezeichnet hätte, wie sie aber nicht gegeben war, wäre das hier die minus 5, wo die Funktion durch die y-Achse durchgehen würde. Wir wissen außerdem, wegen dem negativen Vorfaktor, dass es eine Parabel ist, die eben wie abgebildet nach unten geöffnet ist. Und hätte diese Parabel einen positiven Vorfaktor gehabt, wäre die wie die Normalparabel nach oben geöffnet gewesen. Ja, und unsere erste Aufgabe ist es, die beiden Nullstellen, die man auch in der Abbildung sehen kann, exakt zu berechnen. Nullstellen sind immer die Punkte, wo die Funktion die x-Achse schneidet und die haben immer irgendeine x-Koordinate und ganz sicher die y-Koordinate 0. Hätten die was Größeres als 0, wären die ja oberhalb der x-Achse. Hätten die irgendwas Kleineres als 0, wären die drunter. Das heißt, damit man genau die x-Achse treffen kann, muss man y gleich 0 haben. Und genau das ist auch hier der Ansatz. Schreibt euch hin in der ZK auf jeden Fall nochmal die Funktion als gegeben. So eine Struktur ist super wichtig in Mathe für die ganze Oberstufe. Und dann schreibt ihr hin, was gesucht ist, nämlich hier die Nullstellen. Und da könnt ihr ganz elegant hinschreiben, dass ihr jetzt setzt, y gleich 0, ne, weil wir gesagt haben, die y-Koordinate muss für Nullstellen immer 0 sein. Y ist aber nichts anderes als f von x. Also statt y kann ich auch immer schreiben f von x. Und dann steht da minus x hoch 2 plus 6x minus 5 gleich 0. Und ihr müsst wissen, wenn da x² und x und normale Zahlen vorkommen, dass so eine quadratische Gleichung dann mit PQ-Formel gelöst wird. Und die hat zwei Bedingungen. Erstens, es muss gleich 0 gesetzt sein, das haben wir. Und zweitens, darf vor dem x² nichts stehen. Das heißt, dieses Minus da muss weg. Und das ist ja sozusagen unsichtbar eine minus 1. Also rechnet ihr geteilt durch minus 1 oder mal minus 1, könnt ihr euch aussuchen. So drehen sich alle Vorzeichen um. Bei der 0 ändert sich halt nichts, weil Plus und Minus 0 ist beides 0. Und dann könnt ihr PQ-Formel anwenden. Und die müsst ihr auswendig drauf haben. Wenn ihr habt x² plus px plus q gleich 0 ist x 1 2. Minus p halbe plus minus Wurzel aus, p halbe zum Quadrat minus q. Heißt bei uns, dass p vor dem x ist eine minus 6, das Q hinten dran ist eine plus 5 und damit ergibt sich x 1 2 ist gleich, minus p halbe ist minus minus 6 halbe, also ich kann es auch direkt als
sechs halbe oder drei hinschreiben. Dann kommt plus minus, Wurzel aus. P halbe zum Quadrat ist minus 6 halbe Quadrat. Dann kommt minus Q, also minus 5. Und das müsst ihr jetzt natürlich im Kopf hinbekommen. Ihr seid ja im hilfsmittelfreien Teil. Also x1, 2 ist gleich 3 plus minus, Wurzel aus. Minus 6 halbe ist minus 3. Kann man auch hier direkt hinschreiben. Minus 3 Quadrat ist aber 9. 9 minus 5 ist 4, also steht da plus minus Wurzel aus 4. Und das wiederum ist 2. Also erhaltet ihr x1 ist einmal 3 plus 2, das wäre 5. Oder x2, wenn ihr minus rechnet, 3 minus 2, das wäre 1. Und damit seht ihr auch schon in der Skizze, die 1 muss die linke Nullstelle sein. Die 5 muss die rechte Nullstelle sein. Und damit wisst ihr übrigens bei Parabeln, was super wichtig ist für die Aufgabe B, die noch kommt. Zwischen der 1 und der 5 liegen ja 4 Schritte, 4 Einheiten. Und genau zwischen den beiden Nullstellen liegt bei Parabeln immer der Scheitelpunkt, in diesem Fall ein Hochpunkt. Wenn man also genau zwischen 1 und 5 anhält, das wäre ja bei der 3, dann wäre man beim Hochpunkt. Das heißt, der Hochpunkt hat automatisch die x-Koordinate 3. Wenn ihr die beiden Nullstellen kennt, genau dazwischen ist dann die x-Koordinate vom Scheitelpunkt. Merkt euch das? Wir kommen gleich noch drauf zurück. Vorher kommt aber ein ganz gemeines kleines Thema, und zwar das Thema grafisches Differenzieren. Grafisches Ableiten könnte man auch sagen. Und da will man immer die Ableitungsfunktion, also f' in diesem Fall, in die Abbildung einzeichnen. Und da muss man so ein paar Dinge wissen. Ich empfehle immer die new-Regel. Da schreibt ihr dreimal das Wort new untereinander, immer eins weiter versetzt. Und dann schreibt ihr f, f' und f' dahin. Das n steht für Nullstellen, das e für Extremstellen, das w für Wendestellen. Und ihr wisst, da wo f eine Extremstelle hat, hat die Ableitung eine Nullstelle. Bei uns heißt das, da wo der Hochpunkt von f ist, muss eine Nullstelle von f' sein. Also wissen wir schon mal ganz klar, hier durch diese Nullstelle wird f' durchverlaufen. Außerdem wisst ihr, dass hier die 1 ist und hier die 5 ist. Und ihr wisst, dass vorher, vor dem Hochpunkt, die Funktion f steigt und dass da die Ableitung größer als 0 sein wird. Außerdem wisst ihr, dass hinter dem Hochpunkt die Funktion wieder fällt, dass da also die Ableitung f' negativ, kleiner als 0 sein wird. Das bedeutet, diese Nullstelle, die wir uns mit der new-Regel überlegt haben, die sagt uns, hinter dieser Nullstelle wird es negativ weitergehen, vor dieser Nullstelle wird es positiv gewesen sein und ihr wisst außerdem, dass eine Parabel, eine Funktion zweiten Grades, abgeleitet eine Funktion ersten Grades sein wird. Also wenn ihr euch das f nochmal anschaut, minus x² plus 6x minus 5 und ihr bildet die Ableitung ganz stumpf, dann wäre es ja minus 2x plus 6 und ihr seht, es ist linear. Ne? Jeder Parabelbogen hat also eine lineare Funktion als Ableitung. Und das heißt, wir können einfach, ohne uns großartig Sorgen zu machen, hier so einen Strich durchziehen und das wird ungefähr f' sein. Wenn man möchte, wir haben ja die Ableitungsfunktion auch einfach hingeschrieben, ne? Hier, dann wissen wir ja auch, dass sie bei plus 6 durch die y-Achse durchgeht, dann könnten wir hier noch eine 6 hinmachen. Und wo genau das jetzt alles ist, ne? Ob es vielleicht doch eher so schräg ist und die 6 hier oben ist und so, das kann man nicht richtig wissen, weil die Achsen nicht skaliert sind. Und deswegen müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Ihr kriegt da die vollen Punkte, wenn ihr die Nullstelle eingezeichnet habt und wenn euer Graph eben so eine schräg verlaufende lineare Funktion ist. Fertig. Letzte Aufgabe. Und die hat's in sich. Die ist super schön und zeigt halt, ob die Schüler auch verstanden haben, was da alles so passiert. Eher eine Aufgabe aus dem Anforderungsbereich 2 oder 3. Also wo man zeigen muss, da
dass man sein Wissen auch gut auf neue Situationen übertragen kann. Wir sollen ermitteln, wie viele Längeneinheiten wir den Graphen von f nach unten verschieben müssen, sodass der verschobene Graph genau eine einzige Nullstelle hat. Bei uns wissen wir ja, ne, haben wir zwei Nullstellen, aber ganz klar ist auch, wenn ich den Graphen mal nachzeichne und den ein ganzes Stück runtersetze, dass ich den ja so weit nach unten verschieben könnte, dass der gar keine Nullstelle mehr hat, weil er einfach zu tief dafür liegt. Und natürlich hat er auf seinem Weg von unten nach oben irgendwann diesen einen kleinen Moment, wo er genau eine Nullstelle hat, weil der Scheitelpunkt perfekt die X-Achse berührt. Und die Frage ist jetzt eben genau nach dieser Situation. Wie weit müssen wir unseren Graphen nach unten verschieben, damit er wirklich genau die X-Achse mit seinem Scheitelpunkt berührt und damit eine einzige Nullstelle besitzt? Die Lösung? Eigentlich wunderbar einfach. Wir haben ja den Hochpunkt und wir wissen ja wegen den Nullstellen 1 und 5, dass der bei 3 und irgendwas liegen wird. Und wir wissen auch, dass wir die y-Koordinate berechnen können, indem wir einfach die 3 in die Funktion selber einsetzen. So kriegt man immer fehlende y-Koordinaten. Also unsere Idee ist, berechne den Hochpunkt. Und wir wissen wegen der Nullstellen, dass der HP eben bei 3 f von 3 ist. Und f von 3 können wir berechnen, indem wir die Funktionsvorschrift nehmen. Minus x Quadrat plus 6x minus 5 und als x eine 3 jeweils einsetzen. Dann haben wir, Achtung, die 2 hier geht nur auf die 3, also minus 9, 3 Quadrat, 3 mal 3, plus 18 minus 5 macht minus 9 und 18 ist 9 minus 5, also macht insgesamt 4. Und das heißt, der Hochpunkt liegt bei 3 und y-Koordinate, die können wir jetzt eintragen, ist 4. Wie weit müssen wir also den Graphen nach unten verschieben, damit der Hochpunkt genau auf die x-Achse fällt? Natürlich um genau diese 4 Einheiten. Und das könnt ihr hinschreiben. Wenn der Graph von f um 4 Einheiten nach unten verschoben wird, dann hat er genau eine Nullstelle. Und noch eine kleine Zusatzinformation, die da nicht gefragt ist, die aber sehr gut gefragt werden könnte. Wie lautet dann die Funktionsvorschrift der Funktion? Also hier diese rote. Was wäre da das f, ich sag mal Sternchen von x? Die modifizierte Funktionsvorschrift. Da müsst ihr einfach die ganze Funktionsvorschrift f von x nehmen und 4 Einheiten davon abziehen. Weil wenn man die ganze Funktion nimmt und minus 4 rechnet, wird der Graph wirklich 4 Einheiten runtergeschoben. Also bei uns, minus x² plus 6x minus 5 war es ja, dann wären wir schon bei minus 9 am Ende. Und das ist das Thema Transformationen, kommt auch sehr gerne in der ZK dran. Wenn ihr noch eine andere Analysisaufgabe üben wollt, die ich wirklich super schön finde, die vielleicht schönste Analysisaufgabe jemals in der ZK, schaut mal hier rein und für die Zusammenfassung empfehle ich euch das Video da oben drüber. Bei Fragen meldet euch, haltet durch, die ZK ist machbar, ihr kriegt das hin, je mehr Übungsvideos ihr gesehen habt, desto besser wird's laufen. Ciao!